Hallihallo Leute, willkommen zurück zu Brotato 1.0. Immer noch. Genau, wir waren unterwegs mit dem Raufbold und letzte Folge bin ich bis Welle 14 gekommen. Und ja, jetzt versuchen wir es nochmal, ne? Genau, Raufbold, Faust, 5, let's go. Let's go und dann sehen wir mal, was so los ist. Es hängt ja auch immer davon ab, was man bekommt, ne? Es ist immer so ein... Der Glücksfaktor spielt immer mit. Ist immer eine kleine Glückssache auch. Ja, ausweichen. Wir brauchen immer, also, Verteidigung. Also, irgendwas, was uns schützt. Schlange ist auch gut. Die safen wir schon mal. Dann nehmen wir die Faust mit. Würfeln wir nochmal. Faust. Nochmal würfeln. Faust. Nochmal würfeln. Faust safen. Super. Dann haben wir schon direkt 5 Waffen. Fäuste. Wir haben gar keine Waffen. Ich sag das immer. Der ist ja waffenlos. Der hat ja nur Fäuste. Klar, wir könnten auch die Hand nehmen. Und voll noch auf Ernte gehen, das hatte ich auch schon überlegt. Aber die Hand macht mies wenig Damage. Also echt. Die macht nur 1 und ich glaube, das geht auch nur hoch bis 8. Genau. So. Ausweichen. Faust. Ja, nehmen wir die Schlange mit. Ja, wir nehmen die Schlange schon mal mit. Egal, ein Leben weniger. Vielleicht schaffen wir es ja jetzt zweimal aufzusteigen. Dann ist das nicht so schlimm. Da hat sich das Ausweichen schon gelohnt. Super. Ja, genau, ausweichen. Ja, wir nehmen Angriffstempo. Ja. Verwerten von Items. Ja, das ist ja dann am Ende, wenn wir eine Kiste finden, ne? Ja, wir haben ja nicht so hohes Glück. Also klar werden wir eine Kiste finden, aber das ist zu selten einfach. Finde ich. Dann würfeln wir nochmal. Da ist noch eine Faust. Weiße Fahne, das ist ganz gut für uns. Das nehmen wir auch mit. Und das safen wir auch. Wir sind hier knallhart. Immer rein, ne? Das kann aber auch so nach hinten losgehen. Gerade wenn die Fernkämpfer da sind. Boah, da ausgewichen, zum Glück. Ausgewichen. Schönes Ding. Ausgewichen. Der weicht gut aus jetzt wieder. Ich sag ja. Ausweichen ist wichtig bei dem Charakter. Ausweichen. Weiße Fahne. Tempo. Da die Hand. Dann macht nur 1 Schaden und kann man gucken? Nee, ne, kann man gar nicht sehen. Upgrade. Also den Upgrade-Pfad, ne? Also ich glaube, die geht auch nur bis 8 oder 10. Das war's. Und eine Faust macht ja schon 8 in Grau und 17 in Blau. Genau, das ist scheiße. Also, dann würfeln wir nochmal. Da ist noch eine Faust. Und ja, dann geht's ab. Sind ja auch erst Welle 5, ne? Von daher. Also viel kann jetzt auch noch nicht passieren. Das ist echt eine gute Vorbereitungszeit. Wo man sich wirklich die Items erstmal rauspickt, die wir jetzt hier so. Also nicht Items, also auch Items, aber ich meinte eigentlich die ganzen Upgrades. Also die Levelaufstiege, dass man sich da die besten Sachen erstmal raussucht.
Und da auch mal dann rewallt. Das ist ganz wichtig. So. Ausweichen, ja. Ich würde sagen, ausweichen. Die Faust. Ah, die Panikwurst, ja. Brauchen wir irgendwie so ein bisschen Schaden über Zeit. Ne? Graue Faust, blaue Faust. Ist ja alles am Start hier. Dann würfeln wir nochmal. Ja, wir machen ja nicht auf Glück, ne? Ich denke mal, die Früchte safen wir uns erstmal. Wegen den Rammern. Ich habe so ein bisschen Panik, dass wir noch nicht schnell genug sind. Ich glaube, ich habe auch noch gar kein Tempo genommen. Oh, den wollte ich nicht einsammeln. Das wollte ich nicht einsammeln. Ausweichen. Ausweichen. Also der weicht gut aus. Schon jetzt. Finde ich gut. Sehr, sehr gut. So, was haben wir hier? Ne, da würfel ich lieber mal. Ausweichen. Blaue Faust. Dann würfeln wir nochmal. Ja. Auch nichts Tolles, ne? Könnten die Schlange nehmen. Aber dann fehlt uns wieder ein Leben. Ich save die erstmal. Den Pilz, den nehmen wir auf jeden Fall. Noch eine Faust. Ja, und dann würde ich sagen, ab in die nächste Welle. Na, das sah lustig aus. Der leuchtet die ganze Zeit weiß auf. Oha, da hat er mich getroffen. Aber wenn der mich trifft, leuchte ich nur einmal weiß auf. Oh Mann. Lasst mich da durch. Oh mein Gott, was war das? Ach, der ist, ich hasse die. Oh. Gecko Baby, nö. Gecko Baby, nö. Ja, Angriffstempo, es ist definitiv wichtig. Ausweichen ist jetzt schon auf 57, das ist gut, das können wir jetzt erstmal so lassen. Dann würfeln wir mal hier neu. Einmal noch. Ausweichen. Haha, Tempo, ja, das nehmen wir in Tempo. Tempo! Ja, nee. 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 Nö. Ja. Und dann nehmen wir die auch noch mit. Und dann ist Welle 8. Aber ich habe ein gutes Gefühl jetzt. Wo sind dann auf einmal die vier Stück hergekommen? Oha, der ist voll in mich rein, ey. Ey, ich habe ein gutes Gefühl. Ne, so. Und dann, ne, passiert schon nichts. Läuft gut. Meine Güte. Ja, Leute, das war ein schnelles Ende, ne? Da würde ich sagen, gucken wir uns einmal kurz im Hauptmenü, übers Hauptmenü hier den König mal. Mit was kann der denn so starten? Ah, okay. Mit einem Schwert. Also, der Ritter, den mochte ich auch immer, ne? Der Ritter war ganz interessant. Aber der hat ja jetzt nichts für... Also, der ist ja hier flexibel, ne, der König. Der König kann auch schießen.
Und der König kann auch kämpfen. Der hat so einiges. Aber ich würde eiskalt mit dem mit Schwert machen. Genau. Hat auch eine gute Reichweite, so ein Schwert, ne? Das ist ja auch immer ganz gut. Ja. Genau, das hatte ich mir so gedacht. Dann nehmen wir den König mit Schwert. Und dann gucken wir mal mit dem König, wie das so läuft. Also erstmal ist der ja jetzt nicht so besonders stark, müsste der ja eigentlich sein. So, dann gucken wir mal. Also noch hat er noch gar nichts gekriegt. Okay. Dann erhöhen wir ihn jetzt erstmal seinen Nahkampfschaden. Einfach mal. Genau, nehmen wir mal ein bisschen Lebensregeneration. Und dann noch ein bisschen Leben gegen Lebensregeneration gleich mit. Ja, Reichweite braucht er ja nicht, ne? Glück auch nicht. Ja, okay, wir könnten. Der hat ja 50 Glück, ne? Wodurch haben wir die gekriegt? Hat der 50 Glück? Ah, der hat Glück. Genau, okay. Ja, denn. Dann machen wir auf Glück, ne? Dann machen wir einen auf Glück. Okay, Turnierlanze. Die darf er zum Beispiel gar nicht am Anfang nehmen, ne? Ist er mittelalterlich? Ha, okay. Hm. Könnte man auch mitnehmen, ne? Kriegt man Rüstung und Ausweichen, wenn man davon 3 Stück hat. Naja, wir gehen mal weiter. Weil das Schwert ist ja auch Level 2 direkt. Das heißt, wir kriegen ja, wenn wir das Schwert nehmen, gar nicht dieses Minus für, von wegen minus 15 oder 25% Schaden für jede Level 1 Waffe, die du hast. Genau, dann nehmen wir mal das Angriffstempo mit. Gucken wir mal, was der hier noch so hingewürfelt bekommen wäre. Aber wenn wir die jetzt zum Beispiel kaufen würden, hier den Speer, dann würden wir jetzt auch Schaden minus bekommen. Ah, da haben wir noch ein Schwert. Das ist schön. Dann würfeln wir nochmal. Und dann gehen wir weiter. Mal schauen, wie weit wir hier kommen. Einfach mal so blind mit dem König. Weil ansonsten würde ich mir mal auch mal so Gedanken machen, welche Items auch so ganz gut für den wären und welche Waffen vielleicht doch besser wären. Wobei ich das Schwert doch echt bevorzuge, weil man dann ja dieses Minus aus dem Weg geht. Ich krieg zwar jetzt noch kein Plus, aber auch kein Minus, ne? Hier, okay. Man kriegt auch für unterschiedliche Stufen-Item-Instanzen. Instanz? Wieso Instanz? Okay. Okay, und du besitzt, ja, genau. Minus 15 Schaden für jede Stufe 1 Waffe. Das kriegt man ja gar nicht. Und auch nicht Angriffstempo minus für jede Stufe 1 Waffe, wenn man mit dem Schwert anfängt. Weil das ist immer auf Stufe 2. Deswegen, das ist ja eigentlich ganz gut. Würde ich jetzt mal so behaupten. Nur dass halt das Angriffstempo vom Schwert lässt natürlich anfangs zu wünschen übrig. Und ist alles andere als schnell. Er fliegt einfach durch mich durch. Ist voll gemein. Hey.
Jawohl. So. Dann nehmen wir noch Leben. Es sind mehr Bäume. Ja, weiß ich. Ich habe jetzt nicht das Problem so gehabt. Aber das ist doch ganz cool. Alien-Augen sind immer ganz gut. Würfeln wir nochmal. Und dann direkt weiter. Da ist ja jetzt auch nichts Interessantes dabei. Da ja unser Angriffstempo ein bisschen niedrig ist, ist es ganz gut, dass wir jetzt die Alien-Augen haben. Oha. Zack. Ja, wenn das dann, also wenn die Schwerter dann treffen, dann, ne? Wow. Dann sitzt das auch. Das sitzt dann. Lebensregeneration nehmen wir mit. Angriffstempo, super. Das ist gut. Dann würfeln wir hier mal. Noch ein Schwert, schön. Eine Jagdtrophäe. Ich weiß nicht, ich habe ja keinen Crit. Und es crittet auch nicht so oft, ne? 3%. Pff, ist ja auch nix, ne? Dann würfeln wir lieber nochmal. Nö. Weiter geht's. Bin mal gleich gespannt, wie der sich so in Welle 8 schlägt. Weil wie gesagt, der Raufbold, der ist schon so eine Nummer für sich. Der ist nicht so, also... Der ist nicht schwer, aber es ist auch nicht leicht, mit dem da klarzukommen, weil... Um die Aliens zu treffen, muss man halt wirklich reingehen. Nicht so wie hier, also die Schwerter haben ja eine gewisse Reichweite. Der eine Angriff hat gefühlt sogar mehr Reichweite als der andere. Ja, Angriffstempo ist gut. Cyberball. Das ist doch gut. Ja, wir machen ja was mit Glück. Dann kaufen wir uns auch mal ein paar Glücks-Items. Minigun. Yeah, König mit Minigun. Nee, ja, wir nehmen den Muskelprotz noch mit. Das brauchen wir. Nee. Okay, dann weiter. Nee, müssen wir wieder ein bisschen rumgucken, ne? Weil wenn man die Eier von Anfang an killt, muss man sich nicht mit denen rumschlagen hier. Um die Eier zu killen geht auf jeden Fall um einiges schneller als das Viech selber, was aus dem Ei kommt. Ein paar mehr Alien-Augen sind super. Da ist es. Missgeburt. Und die Missgeburt willst du auch echt immer wissen, ne? Deswegen, oh, ihr seid so gemein, ey. Wow, das war knapp. Ich wäre sogar fast zweimal aufgestiegen. Dann nehmen wir mal ein bisschen Tempo mit. Da war Glück, ne? Ja, egal. Ja, das ist auch gut. Nö. Das ist eigentlich auch ganz cool. Das ist eigentlich auch ganz cool. Und der Rest ist nicht so cool. Den Rest safen wir dann auch. Schauen wir mal, wie der sich jetzt so in Welle 8 schlägt. Oh. Mann, wieso? Wie ein Magnet, ey. Also die Wikinger. Mhm. Naja, so richtig gut ist der jetzt nicht. Aber es ist einfacher als mit dem Raufbold. Komischerweise.
Ja, bestimmt durch die Schwerter, ne? Weil die eine gewisse Reichweite haben und uns die ja trotzdem dann vom Hals halten. Ja, Nahkampf. Dann nehmen wir das Dreieck jetzt. Und würfeln wir nochmal. Ist alles scheiße. Ein Hammer. Den könnte man eigentlich auch nehmen. Der ist ja schon Level 3. Ja, den safen wir mal. Wir brauchen ja Waffen. Wir können ja die ganze Zeit hier... Wir sind schon Welle 9, haben noch immer 3 Waffen. Das ist nicht gut. Überhaupt nicht. Aber die 3 Waffen räumen aber ordentlich auf. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Angriffstempo. Oh mein Gott. Das war nicht gut. Da stand ich zu lange auf der Stelle. Hä? Der ist doch in mir gespawnt, ey. Ja, also mit dem Raufbold ging das aber leichter. Ja, das kommt auch durch das Angriffstempo, ne? Das ist einfach das fehlende Angriffstempo. Nee. So. Noch geschafft. Reichweite brauchen wir nicht. Ja, nehmen wir ausweichen. Ja, Glück. Nehmen wir mal ein bisschen Glück. Dann das Schwein und den Hammer. Wir haben ja keine anderen Waffen sonst. Aber der König ist ja egal. Also dem König ist ja egal, welche Waffe er hat, sondern... Das müssen schöne Waffen sein. Aber jetzt kommt gar nichts mehr. Ah, hier ist noch... Ah, das ist gut. Das nehmen wir uns auch noch mit. Und... Ja, ich glaube, den Rest safen wir und dann... geht's weiter. Der Hammer hat, glaube ich, noch Lebensabzug. 3%. Also 3%ige Chance, mir Leben abzuziehen. Nicht 3% Leben. Das wäre der Hammer. Bei jedem Schlag einfach 3% Leben. Zehnmal schlagen, 30%. Und dann hat er jetzt gefühlt schon 200 Mal geschlagen mit dem Ding. Nein, aber... Mehr als 10 Mal. Oha. Aber ich habe einige mitgenommen. Aber wenn die Raser da nicht wären, ne? Warte mal. So, so, so. Hier. Eine Frucht habe ich gekriegt. Da ist noch eine. Ja. Da waren die alle in der Mitte da. So. Lebensregeneration ist auf 5. Rüstung. Ja, nehmen wir mal Rüstung. Dann das Kleeblatt von eben gerade, genau. Ja, noch mehr Rüstung. Und ausweichen. Ja, nehmen wir mal mit. Und dafür dann noch den. Aber jetzt kommt auch kein anderes Schwert mehr. Ein Hammer. Ich will keinen, nicht noch einen Hammer. Den habe ich nur so mitgenommen, damit wir nicht die ganze Zeit... Ich dachte, es kommt doch mal ein Schwert wieder. Ey. Oh, Udo Lindenberg wieder. Ich glaube das nicht, ey. Udo! Meine Güte, ey. Tja, nee. Alles klar. Also, ne? So viel dazu. Aber der König ist ganz cool. Also ich muss sagen, der König ist ganz gut. Der ist interessant, wenn man dann, ne? Wenn man dann es auch mal erreicht, sein... Waffenlevel, dann sieht die Welt auch schon wieder ganz anders aus, ne? Genau, deswegen ist es auch ganz gut, mit dem Schwert anzufangen, weil man startet direkt bei Level 2. Klar, wenn man jetzt keinen Bock auf Nahkampf hat, dann muss man sich was anderes aussuchen, aber konnte der eh nicht nur Nahkampf? Nee, der kann sogar mit der Pistole spielen. Oder einer Waffe. Schrotflinte meine ich. Alles klar, Leute. Müsst ihr wissen, ob euch es gefallen hat oder nicht. Und wenn nicht,
Dann nicht. Und wenn ja, dann lasst uns Like da und ein Abo für mehr. Genau. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend oder schönen Nacht. Bis denne.